Willkommen zurück zu einem neuen Alt-V-JS-Tutorial, also für JavaScript. Heute schauen wir uns einmal die Themen an Events, Befehle und Chat-Integration. Die drei Themen werden wir heute behandeln. Und wenn ihr natürlich keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Alles Wichtige findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Hilfe braucht oder Fragen habt, meldet euch gerne bei mir im Discord. Auch diesen Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir fangen einmal mit der Chat-Integration an. Den Chat brauchen wir nämlich, um neue Befehle zu erstellen, Befehle zu registrieren. Den Standard Alt-V-Chat finde ich etwas langweilig, deswegen habe ich euch einen anderen rausgesucht. Diesen hier, der steht auch unten in der Videobeschreibung. Alt-V-Chat ist zwar ein bisschen älter, funktioniert aber noch. Hier klicken wir bei Releases einmal auf den letzten Release und downloaden uns die ZIP-Datei. So, diese ZIP-Datei können wir dann einmal öffnen. Das dauert einen kleinen Moment. So, und dann können wir einmal unseren Serverordner parallel dazu öffnen, bei mir im Tutorials, Alt-V.js, und kopieren das einfach nach Resources rein. Einfach in den Ordner hier rein kopieren und dann gehen wir einmal zurück, öffnen die Server.toml, ebenfalls mit VS Code und sagen ganz am Anfang hier VChat bei Resources. Dann importieren wir VChat, Alt-V.js Tutorial Server und Clientzeit. Und den Rest machen wir dann in unserer Index.js von unserem serverseitigen Code. Da fügen wir oben ein weiteres Import hinzu. Und zwar sagen wir hier Import Sternchen as, wie nennen wir das, Chat from, jetzt nennen wir es nämlich einfach hier VChat. Das heißt, wir importieren alles von VChat, nennen das Chat. Und können den Chat dann benutzen. Vorher schauen wir uns nochmal das Thema Events an. Ihr bekommt eine Liste von Events im Wiki von Alt-V, aber ihr könnt auch alle aus der C-Sharp-Tutorial-Reihe benutzen, wie zum Beispiel Player Connect, Player Dead, Player Disconnect. Wir werden uns hierzu heute Player Connect einmal genauer anschauen und Player Disconnect. Wir haben hier ein Alt-On und wir hören auf das Event Player Connect und da gibt es nur die Parameter Player. Das heißt, wenn ein Spieler zum Server sich verbindet, kriegt er ein Model gesetzt, bei uns ein HC-Driver und wird gespawnt. Wir wollen aber noch gerne in der Serverkonsole wissen, wie der Spieler hieß, wann er gespawnt ist und so weiter. Deswegen können wir hier die Funktion alt.log verwenden. Mit diesem einfachen Apostroph hier oben oder wie man den nennen mag. Und dann können wir als Platzhalter ein $ benutzen mit geschweifter Klammer auf, geschweifter Klammer zu. Und hier können wir dann Platzhalter benutzen, wie zum Beispiel player.name. Das wird dann aufgelöst und hier steht dann später der richtige Player-Name drin. So können wir zum Beispiel sagen, player.name hat den Server betreten. Und jedes Mal, wenn jetzt ein Spieler auf den Server joint, bekommen wir in der Konsole eine Ausgabe in Form von Spieler XYZ hat den Server betreten. Das können wir noch fortführen, indem wir wieder sagen alt.on. Und diesmal hören wir auf Player Disconnect. Das bekommt zwei Parameter. Einmal Parameter Player und Reason. Und ansonsten den Standard-Funktionsaufbau. So. Und jetzt können wir hier zum Beispiel sagen alt.log, genau wie oben. Hier brauchen wir diese Platzhalter. Hier können wir dann sagen $ player.name hat den Server verlassen, Komma Grund, und dann sagen wir $reason. Dann bekommen wir bei jedes Mal, wenn ein Spieler den Server verlässt, diese Nachricht angezeigt. Und so können wir das mit sämtlichen Events machen, die Alt-V zu bieten hat. Dazu habe ich euch einmal folgende Ressource rausgesucht im Wiki, die öffnen wir mal kurz. Dann habt ihr hier in JavaScript, Documentation, ganz viele verschiedene Sachen. Events zum Beispiel, könnt ihr euch durchlesen, Server-Side. Seht ihr dann auch, was hier immer notwendig ist. Player Connect mit Player. Und ganz, ganz viele verschiedene andere Sachen. Also die Dokumentation ist schon sehr hilfreich, wenn ihr dann unter Player geht, wenn ihr die Player-Sachen und so weiter und so fort. Auch die Properties für die jeweiligen Player. Schaut euch das gerne mal in Ruhe an, wenn ihr auf der Suche nach anderen Events seid. Ansonsten werdet ihr diese auch in Zukunft von
in weiteren Tutorials zum Thema JS hier miterleben. So, das soll es erstmal gewesen sein zu den Events und zu den Log-Funktionen, die ich sehr wichtig finde. Wir gehen jetzt einmal zum Thema Chat. Wir wollen einen neuen Comment registrieren. Dazu nutzen wir oben Chat, Punkt, sagen Register CMD für Comment. Jetzt kommt unser Comment Name. Und zwar, ich will einen Inferno spawnen. Wir sagen hier Infernos. Und Standardparameter bei jedem Befehl ist der Player. Und wir können natürlich beliebig viele weitere hinzufügen. Heute belassen wir es einmal bei Player. Dann ist es nämlich eine Standardfunktion. Wir können dann hier einfach sagen, let vehicle, wir wollen ein neues Fahrzeug spawnen, das machen wir mit new alt.vehicle. Dann geben wir den Vehicle-Namen mit, Infernus, und sagen jetzt hier player.pos, weil die nächsten Positions, die erwartet werden, sind dann einmal die Position und die Rotation, jeweils x, y, z davon. Dann können wir sagen player.pos.x. Hier sage ich plus 2, damit das Fahrzeug nicht in uns drin spawnt. player.pos.y plus 2 und player.pos.z plus 0,5. Dann brauchen wir noch die Player-Rotation. Also sagen wir dann player.rot.x, player.rot.y. Oh, das fängt natürlich hier bei x an. Und player.rot.z. Und das war es dann. Damit spawnen wir das Fahrzeug an der Position vom Spieler, in der Rotation vom Spieler. Und wir sagen noch mit chat.send player, dass wir eine Nachricht an den Spieler senden wollen, und zwar Fahrzeug gespawnt. So, wenn wir jetzt nämlich den Befehl eingeben, slash Infernus ingame, wird der Infernus gespawnt und wir bekommen die Nachricht im Chat, dass das Fahrzeug gespawnt wurde. Das schauen wir uns ingame einmal an, und wie die Log-Einträge aussehen, zeige ich euch sofort. Natürlich zum Beispiel hier, Nemesis hat den Server betreten. Soweit könnt ihr im Log nachvollziehen. Wenn euer Server nochmal produktiv sein sollte, könnt ihr noch weitere Logs, IP-Logs oder was auch immer hinzufügen und könnt das dann besser nachvollziehen. Aber jetzt sehen wir uns gleich erstmal auf dem Server wieder. So, auf dem Server angekommen, können wir einmal den Chat in Action sehen. Habe schon ein paar Sachen reingeschrieben. Ihr könnt ja normale Sachen reinschreiben wie Hallo. Wenn ihr auch T drückt, wird das auch, sag mal, gehighlightet. Ansonsten ist das out of focus. Dann könnt ihr, wenn ihr einen Befehl eingibt, den es gar nicht gibt, kommt so ein rot on on comment. Und wenn ihr einen Befehl eingibt, den es gibt, zum Beispiel slash Infernus, den wir eben erstellt haben, dann könnt ihr einen Infernus spawnen und damit auch rumfahren. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Wir werden in den zukünftigen Parts auch noch ein paar weitere Befehle erstellen. Vielleicht noch ein Fahrzeugbefehl, wo ihr individuell Fahrzeuge erstellen könnt, je nachdem, was ihr als Parameter mitgibt, mit einer neuen Farbe und so. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr daran Interesse habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.